freue mich jetzt auf Carsten Tögel links. Er wird uns das Präventionsprojekt Legal High Inhaltsstoffe vorstellen, was hier auch zusammen im SPICE-Projekt angesiedelt ist. Carsten Tögel links ist von Beruf aus Diplom-Sozialpädagoge. Er hat ein Fachabitur in Chemie gemacht. Das ist immer eine gute Kombination, wenn man in so ein Gebiet rein will, was übrigens sehr selten ist. Häufig verträgt sich sozialpädagogisches Handeln nicht so gut mit chemischen Kenntnissen, habe ich so den Eindruck gewonnen. Aber es gibt immer ein paar, die das machen, zum Beispiel auch Herr Alexander Büchli ja aus Zürich hat das und er macht jetzt das Drug-Checking-Projekt in Zürich. Ja, Carsten ist Mitbegründer des Präventionsprojekts Alice, vormals Safe Party People. Das war sozusagen das Partnerprojekt damals auch von Eve and Rave in Berlin. Ja, Carsten, bitteschön. Ja, danke, Tibor. Also wenn ich das richtig sehe, habt ihr beiden meine volle Redezeit aufgebraucht. ja, ich werde jetzt mal ein bisschen weniger Zahlen präsentieren als meine beiden Vorredner und das wird vielleicht ein bisschen weniger der Blick von oben sein, als vielleicht mehr der Blick auf die Person, die am Ende dahinter steht, weil am Ende geht es ja dann doch immer um den Menschen und nicht um die Zahlen. Ja, wir haben uns in Frankfurt Gedanken gemacht, als dieses Phänomen losgegangen ist, was können wir tun aus Frankfurt von Seiten der Prävention zu diesem Projekt. Gerade am Anfang gab es sehr willkürliche Dokumente auch im Netz, wo sich Hersteller auch irgendwelche Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Laboren haben geben lassen und sich bescheinigen lassen, dass in ihren Sachen überhaupt nichts drin ist. Und da haben wir versucht, etwas entgegenzusetzen und haben angefangen, damals noch mit der Firma THC Pharm, diese Proben mal anzukaufen und mal zu analysieren. Die Firma THC Pharm stellt Dronabinol her. Das ist ein Cannabinoid, was für Arzneimittel eingesetzt wird und hat auch die Umgangserlaubnis mit anderen Betäubungsmitteln, sodass sie in der Lage waren, das auch zu machen. Das war der Start unseres Projektes, erstmal ganz klein, um mal zu gucken, was ist denn da dahinter. Und das ist dann ein Stück weit gewachsen. Dem Folger sei Dank sind wir irgendwann auch zu dem EU-Projekt dazugestoßen. Und das Ganze ist in einem viel größeren Rahmen möglich geworden und auch viel professioneller möglich geworden. Daraufhin ist irgendwann auch diese Homepage entstanden, so wie sie heute existiert. Die Grundüberlegung bei der Sache, warum ein Online-Präventionsprojekt zu machen, war ganz klar zu sagen, der Bernd hat es vorhin schon angesprochen, die Auseinandersetzung findet online statt, der Kauf und der Verkauf finden online statt und vor allen Dingen haben wir es nicht mit einer homogenen Szene zu tun, wir haben es mit völlig unterschiedlichen Menschen, mit völlig unterschiedlichen Konsummotivationen zu tun und die einzige Möglichkeit, die zu erreichen, ist online. Ganz, ganz wesentlicher Ansatz bei uns, wir sind nicht nur eine Beratungsseite, die sich für die Konsumenten irgendwie einsetzt, sondern wir beraten auch oder haben einen speziellen Bereich für die Eltern und Angehörigen. Allein schon, weil wir uns bei Basis e.V., dem Trägerverein, ist auch der Sucht- und Drogennotruf der Hessische angegliedert. Und da sehen wir, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Anrufe eigentlich von Angehörigen und von Eltern ist. Und von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der mir sehr am Herzen lag. Der dritte Bereich ist für Fachkräfte wie Lehrer, Sozialarbeiter, Anwälte. Dieses Thema, von dem wir ja heute sehr viel gehört haben, beunruhigt sehr viele Menschen. Wir hören auch in der Presse sehr viel, ich sage jetzt mal, Unsinn darüber. Gerade im Sommer habe ich wieder mit einem Redakteur von den Kieler Nachrichten irgendwie versucht, irgendwas gerade zu rücken, weil da ein großer Artikel drin war, dass in jedem, ich glaube, dritten oder vierten Legal High mittlerweile Crystal Meth drin wäre, von dem wir ganz klar wissen, wir haben nicht eins getestet, wo wir da irgendwas drin haben und wir haben ja einen ganz guten Marktmonitoring. Es wurde nicht zurückgenommen. Also man sieht, es wird auch ziemlich viel Angst verbreitet über diese ganze Geschichte. Und da hat sich wohl ein Redakteur gedacht, zwei Drogenproblematiken, die momentan sehr gut in der Presse drin sind. Das eine sind die Legal Highs und das andere ist Crystal Meth. Ich werf das mal zusammen. Vielleicht gibt es einen besonders guten Cocktail. Das verängstigt natürlich Eltern umso mehr.
oder auch Fachleute umso mehr, die auch Sozialarbeiter, die in der Suchthilfe stehen und die plötzlich Patienten haben oder Klienten haben, die Drogen konsumieren, von denen sie nie was gehört haben und die dann auch mal nachfragen wollen, was ist das denn überhaupt? Jetzt hat der, ich sage jetzt mal, normale Sozialarbeiter nicht die Möglichkeit, mal schnell beim Professor Auwärter anzurufen und zu fragen, wie wirkt ein AB-Fubinaca oder was sind denn da die KI-Werte oder weißt du überhaupt schon was dazu, ja? Und von daher macht das natürlich Sinn, wenn es eine Stelle gibt, die diese Möglichkeit hat und damit diese Multiplikatorenarbeit auch betreiben kann. Ja, zu den Fachkräften gehören nicht nur Sozialarbeiter, sondern wir schulen in letzter Zeit auch ziemlich viel Polizei und verschiedenste andere Berufsfelder. Im Januar werde ich Ärzte schulen. Also der Wissensdrang irgendwie darüber, was zu erfahren, ist doch sehr groß in den verschiedensten Berufsfeldern. Ja, bei jeder Homepage gibt es einen Infobereich, da möchte ich jetzt hier aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch nicht besonders intensiv eingehen, das ist ganz klar, da gibt es einen Neuigkeitenbereich über uns und eine Linksammlung, die zieht sich durch alle Bereiche durch. Der Verweis auf die Online-Beratung, da komme ich später auch nochmal ausführlicher drauf. Es gibt bei uns Flyers und Downloads, die man sich runterladen kann und eine Mediathek, in der es verschiedene Filme, die es auch auf YouTube oder sonst irgendwo zu sehen gibt, man sich anschauen kann. Ich werde auch versuchen, wenn heute die Aufnahmen, wenn die tatsächlich fertig gemacht werden, dass wir die irgendwie mal kriegen und die bei uns auch zum Anschauen vorbereiten können. Sodass sich jemand, der auf die Homepage geht, einfach mal jetzt ganz informell und auch anonym erstmal informieren kann über verschiedene Sachen und dann eventuell auch weitergehende Fragen haben kann. Der Konsumentenbereich ist mit Sicherheit der größte Bereich auf unserer Webseite im Moment. Als oberstes im Konsumentenbereich kommt sofort die Online-Beratung. Die Online-Beratung ist eine anonyme Beratung, die auch nicht mit E-Mail oder sonst irgendwas funktioniert, sondern man bekommt einen 6-stelligen PIN-Code und kann sich mittels dieses PIN-Codes eine Antwort bei uns abholen. Das Ganze ist SSL verschlüsselt. Also wir tun, ich sage jetzt mal, das, was uns momentan möglich ist, um eine Anonymität zu gewährleisten. Natürlich ist sowas immer nicht hundertprozentig möglich, wenn man da gerade an die neuesten Entwicklungen bei NSA oder Ähnlichem denkt. Aber wir gehen mal davon aus, dass niemand diese Engagement hat, um unsere Webseite irgendwie zu betreuen. Ansonsten haben wir natürlich noch eine Vernetzung mit Partnerprojekten. Da ist hier das Alice-Projekt, der Thibaut hat schon angesprochen, das ist bei uns im Haus immer noch aktiv. Das ist ein Partydrogenprojekt, wo junge Menschen, die in Party-Settings, früher war es Techno, heute fächert sich es, glaube ich, etwas weiter auf, weggehen und auch Drogen konsumieren, beraten werden. In Leipzig haben wir noch die Drugscouts, mit denen wir sehr viel zusammengearbeitet haben. Die haben beide eine Unterseite bei uns direkt auf der Seite. Aber selbstverständlich verlinken wir auch oder verweisen wir auch an andere Projekte in der Beratung wie Eclipse oder dergleichen hier in Berlin. Ja, ganz, ganz wesentlich ist vorhin schon angesprochen worden, wo findet denn die Kommunikation über Drogen heute statt? Das machen junge Menschen auch im Internet und die machen das sehr, sehr offen im Internet auf verschiedenen Foren. Man merkt auch, dass der Wissensstand in diesen Foren sehr, sehr hoch ist, wahrscheinlich höher als bei den Sozialarbeitern, die sich damit befassen. Das größte deutsche Forum ist das Land der Träume. Das Land der Träume ist aus Jugendschutzbedingungen immer nur zwischen 11 Uhr und, ich glaube, morgens um 5 erreichbar. So ganz genau weiß ich es nicht. Ansonsten muss man sich einloggen, um dran zu kommen. Ich persönlich finde es keine gute Entwicklung, weil auch Jugendliche unter 18 sollten die Möglichkeit haben, sich zu informieren über die Substanzen, die sie konsumieren, weil konsumieren werden sie wahrscheinlich trotzdem. Es ist ja nicht abschreckend deswegen. Also von daher... da haben wir auch einen Link, um darauf hinzuweisen, weil das für Konsumenten oder auch Leute, die Hilfe benötigen, oft eine Anlaufstelle ist, sich schon mal grundlegend in ein Thema einzulesen, wo sie vielleicht von anderen Konsumenten auch Hilfestellungen bekommen, wie die damit umgegangen sind, wenn sie Probleme bekommen haben oder Ähnliches. Das Land der Träume ist eine sehr erwachsene Community, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind auch in diesem Forum aktiv. Und geben da ab und zu Neuigkeiten, Hinweise oder auch Warnhinweise raus. Gibt noch zwei andere Foren, noch ein anderes Forum mittlerweile nur noch, in dem wir aktiv sind, das ist Even Rave Schweiz, aber dort in geringerem Maße als im Land der Träume.
Ansonsten ist in diesem Bereich gibt es noch einen Einstieg in rechtliche Aspekte zu dem Ganzen. Einen kurzen Überblick, Drug-Checking mittels Farbreagenzien. Also der Volker hat es vorhin ja erwähnt, Drug-Checking ist in Deutschland verboten. Wir machen auch kein Drug-Checking, wir testen Legal Highs. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte irgendwie. Also aber es ist ja schon ein guter Konsumentenschutz, oder es wurde schon gesagt, dass es also auch aus unserer Perspektive ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, dass Leute, die Substanzen konsumieren, wissen sollten, was sie konsumieren. Und das ist ein ganz, ganz wertvolles Mittel zur Harm Reduction. Von daher auch eine kurze Einleitung, wie man das unter Umständen in einer, ich finde, nicht sehr genügenden Art und Weise, aber wenigstens ein erster Ansatz mittels Farbreagenzien auch selbst machen kann. Ansonsten findet man bei uns hier auch wieder die Links, die Flyer, die Download und die Mediathek. Der nächste Bereich ist auch relativ groß, ist der Bereich für die Eltern. Bei den Eltern sieht man hier oben als erstes den Beratungsstellen-Part. Also im geschriebenen Teil ist der vielleicht auch mal ein für den ersten Moment, wenn die Schrecksekunde da ist, wenn ich bei meinem Kind irgendein Beutelchen gefunden habe und davon ausgehe, es nimmt jetzt irgendwelche Drogen. Jeder, der hier im Raum Kinder hat, weiß, wie erschreckend so eine Situation sein kann oder wie besorgniserregend das wahrscheinlich im ersten Moment ist. Jetzt sind wir vielleicht noch vom Fach und wir haben es mit Leuten zu tun, die überhaupt keine Erfahrung damit haben und die erstmal sehr besorgt sind. Und dann kommen erstmal die Reaktionen, schmeiße ich den jetzt raus, rufe ich jetzt die Polizei, wie gehe ich jetzt damit um? Es kommt zu Anschuldigungen, wahrscheinlich zu Schreiereien, was dann die Beziehung zwischen Eltern und Kind meistens nur noch weiter problematisiert. Und da geben wir erstmal erste, ich sage jetzt mal, Umgangshilfen, wie ich mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter ins Gespräch kommen kann, wie ich vielleicht das vermeide, dass das jetzt zum allabendlichen Thema wird oder dass es nur noch um das eine Thema geht und ähnliche Geschichten. Und versuchen da eine Hilfestellung zu geben, in einen sinnvollen Dialog in der Familie weiterhin zu kommen und da eine Lösung gemeinsam zu erarbeiten. An erster Stelle findet man Beratungsstellen. Das ist eine Verlinkung auf eine Seite, die heißt DARCHEP. DARCHEP ist eine Online-Datenbank, in der fast alle Beratungsstellen in ganz Deutschland vernetzt sind. Also ich kann dort, also jeder kann Sie auch dort sich eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe zu dem entsprechenden Thema raussehen. Es gibt auch nicht nur Suchtberatungsstellen, es sind alle Beratungsstellen, die unter DARCHEP irgendwo zusammengefasst werden. Und dann kann ich mir natürlich die nächstgrößere Stadt bei mir im Umkreis suchen und kann mir eine Jugend- und Drogenberatungsstelle raussuchen, die ich kontaktieren kann. Das zweite ist die ELSA Online-Beratung. Das ist eine vom Herrn Tossmann eingeleitete Pilotgeschichte gewesen. Die ist, ich glaube, im letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres ausgelaufen, hat aber jetzt eine regelmäßige Finanzierung gefunden. Und zwar geht es um ein 6-Wochen-Programm, in der Eltern unterstützt werden, mit ihren Kindern umzugehen. Auch auf einer Online-Basis. Es werden Chats angeboten, es wird ein Mailverkehr angeboten, es gibt eine Tagebuchfunktion etc. Auch das ist eine Hilfsmöglichkeit, gerade für Eltern, die jetzt nicht in der Nähe größerer Städte wohnen oder auch eine Stigmatisierung befürchten, wenn sie in die Drogenberatungsstelle um die Ecke gehen, da könnte mich ja einer sehen oder sonst was, an einem Programm teilzunehmen und professionelle Hilfe zu bekommen, und zwar schnell und problemlos. Das ist ja auch nochmal so der zweite Part, ist die Tatsache, dass wenn ich heute in eine Jugend- und Drogenberatungsstelle gehe, auch noch als Angehöriger, ich nicht unbedingt innerhalb von 1-2 Tagen einen Termin bekomme, sondern dass das durchaus auch mal 8 oder 10 oder 12 Tage dauern kann, und in der Zeit habe ich eine größere Familienkrise daheim, die weiter eskaliert. Dort habe ich dann auch relativ schnell jemanden, der mir helfen kann. Als nächstes kommt eine telefonische Beratung, der wird auf unser Angebot des Drogennotrufs hingewiesen, innerhalb dessen wir auch eine fortgesetzte Elternberatung oder Angehörigenberatung geben. Das macht die Frau Fischer bei uns im Haus. Ansonsten gibt es noch Elternbriefe von der HLS über die verschiedenen Stadien der Jugend und die Problematiken, die damit zu tun haben. Und ansonsten auch wieder die klassische Online-Beratung, wie wir sie auch vorhin schon bei den Konsumenten gesehen haben. Links, Flyer-Downloads und die Mediathek. Die Online-Beratung rutscht hier ein bisschen weiter runter, weil unsere Erfahrungen einfach gezeigt haben, dass die Eltern dann doch eher zum Telefon greifen oder
oder den direkten Kontakt bevorzugen. Also ich sage jetzt mal, die Anrufe von Eltern sind immer noch höher, als sie in der Online-Beratung bei uns drin sind, während bei uns die Anrufe von Usern relativ selten sind, die dafür aber die Online-Beratung nutzen. Der nächste Bereich ist der Fachkräftebereich. Da gibt es ein paar grundlegende Texte zu dem Thema über das Endocannabinoid-System. Der Volker hat es vorhin schon mal angesprochen. Wo docken eigentlich Cannabinoide an? Was ist das eigentlich in dem Körper? Wenn wir immer von Wirkung von Substanzen sprechen, wie wirkt das eigentlich? Dort ist eine relativ ausführliche Erklärung gegeben. Es sind rechtliche Aspekte für den Umgang mit den Substanzen gegeben. Eine kurze Einführung ins BTMG. Wie ist das eigentlich aufgebaut? Und ansonsten auch wieder die bekannten Punkte. Ganz wesentlich ist der nächste Part. Das ist unser Analysenbereich oder unser Substanzenbereich. Und das ist eigentlich das, was uns eigentlich momentan auch, ich sage jetzt mal, deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal gibt, weil wir die einzige Organisation sind, die die Analysedaten, die der Volker bzw. seine Kollegin, die Verena, meistens im Labor machen, tatsächlich veröffentlichen. Ich werde gleich auch nochmal so eine Analyse zeigen. Leider Gottes können wir momentan aus finanziellen Gründen auch nur eine qualitative Analyse anbieten und keine quantitative Analyse. Es wäre natürlich auch nochmal schöner, wenn man in den einzelnen Produkten immer gleich sagen würde, wie viel genau drin ist. Aber das ist natürlich nochmal aufwendiger und teurer. Ja, wie gesagt, es gibt hier einen Bereich für die ganzen Analysen. Es gibt nochmal die ganzen nach Substanzen die ganzen Analyseergebnisse aufgeführt. Hier finden sich auch Substanzinformationen. Da, wo schon wissenschaftliche Informationen zu den einzelnen neuen Substanzen vorliegen, haben wir die auch versucht zu veröffentlichen. Wir haben, ich glaube, 3 oder 4 eigene auch selbst geschrieben. Und ansonsten finden sich dort sämtliche Substanzinformationen, die von der UNODC herausgegeben worden sind oder auch von der EMCDDA. Beide Organisationen haben, leider Gottes nur in Englisch, aber Risikowarnungen für verschiedene dieser Stoffe herausgegeben. Es sind mittlerweile einige, die da schon gelistet sind, worüber man sich dann einen Eindruck über die Gefährlichkeit oder Nichtgefährlichkeit einer speziellen Substanz informieren kann. Der nächste Part ist relativ bedeutend, das ist nämlich die Seite, in der wir mal aufgelistet haben, welche der Substanzen schon unter das Betäubungsmittelgesetz gelistet sind. Die Liste muss ich jetzt gerade mal wieder aktualisieren, weil wir haben gerade die neueste Veränderungsverordnung wieder bekommen, sodass neue, ich glaube 22 oder 25 Substanzen darunter eingefügt worden sind. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Part für gerade die Konsumenten zu sehen, ist das, was ich konsumiere, eigentlich legal oder ist es illegal? Es ist für die meisten eigentlich kaum ersichtlich, sage ich jetzt mal, wenn man Laie ist, von außen beurteilen zu können, welche der Substanzen irgendwie noch schon verboten ist oder nicht verboten ist, ist kaum absehbar. Das andere ist ein Baukasten für Cannabinoide. Das ist nur ein Link auf eine Seite der EMCDDE, in der man mit einem verschiedenen Grundgerüst und dann verschiedenen Endungen mal verschiedene Cannabinoide sich zusammen machen kann, sagen kann, okay, so funktioniert das also, so gehören die, ich sage jetzt mal vielleicht auch im Sinne der Stoffgruppenverordnung irgendwann mal interessant, so gehören die zusammen oder auch nicht. Das Gleiche gibt es für die Katinone auch. Ansonsten noch wieder die Online-Beratung, die sich überall findet. Und ein Verweis noch auf Teddy. Wir sind Teil eines europäischen Netzwerks aller Drug-Checking-Organisationen in ganz Europa und speisen unsere Daten dort auch in eine Datenbank ein. Ja, hier ist die erste Seite von den Testing-Ergebnissen. Dann sieht man immer die einzelne das Foto der Substanz, als was es gekauft ist. Es wird sowohl werden Fertigprodukte, also Retailprodukte, Räuchermischungen dergleichen gekauft und getestet, als auch Research Chemicals, um zu gucken, wird tatsächlich das geliefert, was auch versprochen worden ist. Die einzelnen Testergebnisse sehen dann so aus, dass im Prinzip das Produkt mit dem Bild, weil zum Teil gibt es auch unterschiedliche Produkte mit dem gleichen Namen, abgebildet werden und dann der Wirkstoff, den wir gefunden haben, wann die Probe bei uns eingestellt worden ist und dann noch Warnhinweise, dass sich natürlich dieses Analyseergebnis nur auf das von uns getestete Päckchen bezieht, weil das natürlich sein kann, dass sich innerhalb von 6 oder 8 oder 12 Wochen der Hersteller irgendwie eine neue Charge aufgesetzt hat und mittlerweile einen anderen Inhaltsstoff drin hat.
Ja, ansonsten relativ neu bei uns auf der Seite ist das Forum. Das läuft jetzt seit, ich glaube, 4 Monaten. Es läuft relativ schleppend an, weil ich denke, dass, wie wir vorhin beim Bernd schon gehört haben, die meisten Konsumenten von Legal Highs konsumieren auch illegale Drogen und die Fokussierung nur auf die Legal Highs wahrscheinlich zu gering sind und dann eher auf Land der Träume oder andere Foren ausgewichen wird. Das ist bei uns dann eher eine, ich sage jetzt mal, sehr hochwertige Diskussion, gerade auf die Pharmakologie, die zum Teil angelegt ist. Und wir haben halt als Unterscheidung zu Land der Träume oder anderen User-Foren die direkte Durchlässigkeit zu den Wissenschaftlern. Also einige von der Gerichtsmedizin der Universität Freiburg sind bei uns auch angemeldet und beantworten auch im Forum direkt irgendwelche Fragen zu Testergebnissen oder zu pharmakologischen Effekten. Ja, selbstverständlich sind wir auch auf Facebook unterwegs, das ist schon ein bisschen älterer Screen. Twitter sind wir auch unterwegs. Das ist ein Screenshot von dem Online-Beratungstool. Ich habe da vorhin schon mal 2 Worte dazu verwendet. Man kann hier eine neue Anfrage starten, bekommt dann einen Code und kann mittels dieses Codes sich seine Antwort abholen. Wir haben das deshalb gewählt, weil gerade die Konsumenten von diesen neuen psychoaktiven Substanzen schon oft in irgendeinem problematischen Verhältnis mit irgendwelchen Behörden getreten sind und von daher ein gewisses Bedürfnis nach Anonymität haben und schon allein das Einsetzen von E-Mail-Adressen oder mich einloggen müssen mit einem eigenen Namen oder sonst was unter Umständen schon ein Problem darstellen könnte. Im Moment haben wir eine Antwortzeit, also eine Response-Zeit von 2 Werktagen gesetzt. Das ist leider Gottes relativ lang, aber wir brauchen diese Zeit, weil wir sehr häufig auch sehr komplexe oder schwierige Fragen gestellt bekommen, bei denen wir Rückfragen nehmen müssen zu Chemikern, zu Pharmazeuten, zu Ärzten oder dergleichen. Und das kriege ich nicht in 2 oder 3 Stunden. Also dann schreibe ich dem Professor Auwärter eine Mail und sage, bitte ganz dringend, ich habe nur den 2-Tages-Zeitraum, aber wenn der Volker gerade bei irgendeinem Gerichtsverhandlung ist, kann er mir dann nicht die Antwort schreiben. Also von daher ist das für uns sehr notwendig, dieses 2-Tages-Fenster zu haben. Mittlerweile können wir sehr viel selbst beantworten. Wir haben auch das Glück, einen hochfähigen Chemiker im Team zu haben, komme ich später nochmal drauf, der vieles schon selbst machen kann oder sagen kann. Ja, die Anfragen nach Themen, das ist jetzt eine Aufstellung vom letzten Jahr noch, die von diesem Jahr ist noch nicht abschließend fertig. Und da sehen wir schon, dass die meisten Nachfragen nach legaler Status und Legalität und dann nach den Inhaltsstoffen und der Reinheit. Also ein ganz klassisches gehört ja, ich sage jetzt mal ein Stück weit auch zusammen, ich will wissen, was konsumiere ich eigentlich, ist das überhaupt legal? Also ich finde da auch ein ganz klar wesentlich in Richtung der Politik eine Rechtssicherheit zu schaffen auch an dem Punkt, auch eine Transparenz zu schaffen, sodass auch, ich sage jetzt mal, ein normaler Konsument überhaupt noch begreifen kann, ist das legal, ist das nicht legal? Ich befürchte, bei dem derzeit diskutierten Stoffgruppenverbot werden da wenig Leute am Ende noch begreifen, was fällt unter diese Stoffgruppe oder was fällt nicht unter diese Stoffgruppe, es sei denn, sie haben ein chemisches Studium irgendwie absolviert. An 3. Punkt sehen wir schon, dass Gesundheitsschäden in der Liste kommt. Also es gibt dann doch ein hohes Bedürfnis auch nach ich sage jetzt mal, sicherem Konsum oder nach dem reflektierten Konsum. Also es ist nicht so, wie uns manche Politiker irgendwie weismachen wollen, dass es nur darum geht, irgendwie möglichst schnell drauf zu sein, sondern die Leute denken sich schon was dabei, sie haben Befürchtungen, was ihren Konsum angeht und manche fragen auch einfach nach, bin ich damit schon süchtig, bin ich damit noch nicht süchtig, was natürlich immer sehr schwierig zu beantworten ist, aber in diesem Antwortverfahren kann man das dann auch mal reflektieren, den eigenen Konsum, kann den überprüfen und kann mit dem Anfrager gemeinsam eine Lösung erarbeiten, wie er vielleicht seinen Konsum reduzieren kann oder ob er zufrieden ist, so wie die Situation läuft. Wir werden auch in keinster Art und Weise in irgendeinem dieser Beratungssachen oder überhaupt in irgendeiner Beratung irgendeine moralisierende Wertung des Konsums oder des Verhaltens das Gegenübers annehmen. Das steht uns nicht zu. Wir sind ein Dienstleister, der jemandem hilft, seinen Weg zu finden. Und dabei reflektieren wir kritisch auch einen gewissen Konsum. Aber das heißt nicht, dass wir vorschreiben, dass Abstinenz der beste Weg wäre. Das liegt
genauso wie jeder, der Alkohol trinkt, bei jedem Einzelnen dieses Verhalten selbst zu entscheiden für sich. Und wir werden das nicht, indem wir sagen, mach es nicht, irgendwie ändern können, ob jemand konsumiert oder nicht. Ja, dann sieht man hier oben auch schon mit 14 zum Thema Ausstieg Sucht, dass das auch ein ganz, ganz wesentlicher Part ist. Wir sehen gerade bei den künstlichen Cannabinoiden eine starke Tendenz dazu, dass die Suchtentwicklung doch stärker anscheinend ist als bei Cannabis, was wir auch sehr problematisch finden. Auch da, vorhin kam ja schon mal der Hinweis drauf, vielleicht zu sehen, dass wir im Moment durch die Illegalisierung vom Cannabis oder die Prohibition vom Cannabis Leute eigentlich dazu bewegen, dorthin zu gehen wegen Nichtnachweisbarkeit. Ich hatte letztens gerade, das ist ein tatsächlicher Fall, eine Familie, wo der Familienvater eigentlich über Jahre lang Cannabis konsumiert hat, ohne größere Probleme damit zu entwickeln und dann aus Fahrtauglichkeitsgründen, also er hatte Befürchtung, seinen Führerschein zu verlieren, weil er das ja auch mitbekommen hat, auf künstliche Cannabinoide umgestiegen ist und jetzt innerhalb von 2 Jahren eine ganz, ganz schwere Abhängigkeit davon entwickelt hat und die Familie ist eigentlich, ich sage jetzt mal, gerade am Boden zerstört, ist dabei, sich aufzulösen und Ähnliches. Also da sehen wir eigentlich, dass wir eine Entwicklung haben, wo wir derzeitig eigentlich Leute in eine Richtung bewegen, wo sie eigentlich gar nicht hingehen sollten, meiner Meinung nach. Ja, wie arbeiten wir? Ganz klar, ich habe es vorhin schon gesagt, ein klientenzentrierter Ansatz, wie er auch bei Rogers zu finden ist, also eine wertschätzende Haltung. Ich moralisiere nicht und mein Klient gibt die Richtung der Beratung vor. Wir haben ein Stück weit das Vier-Folien-Modell von Gnaz Dottier aus der Online-Beratung der Telefonseelsorge übernommen. Das ist einfach eine Art und Weise, wie mit den Anfragen umgegangen wird, also in verschiedenen Schritten. Das, was dabei immer zur Anwendung kommt, ist Vier-Ohren-Modell Schulz von Thun, also die Botschaften, die mir gesendet wird, aus verschiedenen Perspektiven einfach mal zu hören, was mir der Gegenüber sagt. Und was mit reinspielt, ist Motivational Interviewing von Miller Rolnick. Das ist ein Therapieansatz, der in den Staaten gemacht wird. Ja, möchte ich jetzt hier nicht länger drauf eingehen, führt, glaube ich, zu weit. Team und Experten bei uns bei Legal High Inhaltsstoffe, der Kollege Frank Günther, ist Diplom-Sozialpädagoge, Chemikant und KISS-Trainer. KISS ist ein Ansatz für kontrollierten Konsum. Also mit Leuten an ihrem Konsum zu trainieren, wie können sie vielleicht reduzieren, sodass sie auf Ebenen kommen, mit denen sie zufrieden sind. Ich selbst bin Diplom-Sozialpädagoge und habe eine therapeutische Zusatzausbildung. Und ansonsten haben wir noch den Nandi Wolf bei uns im Team. Der ist Bachelor of Science und ein wirklicher Fachmann, was das Ganze angeht. Ja, das ist unser Beratungsteam. Wer von uns wer ist, haben wir noch nicht abschließend geklärt. Bei den Experten ist der Volker an oberster Stelle, ganz klar im SPICE-Projekt zu nennen. Die Verena Angerer, bei der ich mich immer ganz herzlich nochmal bedanken werde für die klasse Zusammenarbeit. Sie ist immer da, wenn ich anrufe. Das ist die Frau in der Uniklinik, die Proben analysiert und für uns der erste Ansprechpartner im Alltag ist. Und dann vom Center for Drug Research. Der Bernd ist heute hier und hat schon gesprochen, aber ansonsten auch die Frau Dr. Cornelia Morgenstern. Und wer uns auch immer noch sehr hilfreich zur Seite steht, ist in wirklich kritischen Fällen, ist der Christian Stolp von der THC Farm. Auch jemand, der seit dem Anfang an dieses Phänomen mit begleitet und da, ich sage jetzt auch mal, mit geforscht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber zumindest auch in der Analytik von Anfang an dabei ist. Ja, ansonsten sind wir natürlich auch noch vernetzt auf der nationalen Ebene im Sonnix-Netzwerk. Das ist ein Zusammenschluss aller, ich sage jetzt mal, im Partybereich wirkenden Organisationen. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Der Drogennotruf bei uns im Haus ist ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns, was die Beratung angeht. Und Akzept e.V. als Verein, die sich einsetzen für eine akzeptierende und humane Drogenarbeit. Auf internationaler Ebene, das natürlich mit allen Experten des SPICE 2 Plus Projekts,
Der Volker hat es vorhin schon so ein Stück weit vorgestellt. Ansonsten das TEDI-Netzwerk, das ist eine, wie ich schon erklärt habe, Verbindung aller europäischen Drug-Checking-Organisationen. Der Alex Büchli ist vorhin auch schon genannt worden, von den Schweizern zum Beispiel oder auch die Mireia aus Spanien. Und NewNet ist eine europäische Organisation zur Förderung eines Safer Nightlifes. Waren wir gerade erst wieder in Paris und haben uns getroffen, wo es auch um verschiedene Strategien geht, wie zum Beispiel Safer Clubbing-Strategien oder ähnliches zu verbessern und damit Gesundheitsschutz für junge Menschen, die im Nachtleben sind. Ja, vielleicht am Ende dann doch noch ein paar Zahlen. Das habe ich gestern gemacht, das ist der Screenshot von Piwik, unserem Analysetool. Und da sehen wir, dass in den letzten 24 Stunden gestern Nachmittag 270 Leute auf der Seite waren, also Besucher auf der Seite waren. Und die hatten 1542 Seitenansichten. Und wir sehen, ich sage jetzt mal, wenn Sie von diversen Links kommen, wo die Leute herkommen oder zu welchen Uhrzeiten unsere Homepage hauptsächlich besucht wird. Wir nutzen Piwik, weil wir brauchen diese Zahlen, aber wir haben Piwik derart gestaltet, dass wir bei den Personen, die auf unsere Homepage kommen, nur die ersten 6 Ziffern der IP nehmen, sodass wir nicht nachvollziehen könnten, selbst später noch, wer das im Einzelnen gewesen ist, weil mit den ersten 6 Ziffern kann man keine eindeutige Zuordnung der Besucher machen. Da gibt es dann, wie gesagt, ein paar Daten, die wir daraus ablesen können, aber nicht genug, um eine eindeutige Zuordnung zu machen. Ja, ansonsten müssen wir natürlich immer noch sagen, finanziert werden wir im Moment von dem Drogenreferat der Stadt Frankfurt und von der Europäischen Union. Leider Gottes läuft diese Förderung der Europäischen Union im Februar aus. Da endet unser europäisches Projekt, das WISE-2-Plus-Projekt. Wir scheitern momentan ein wenig an den Bürokratien hier in Deutschland, weil selbst wenn wir als Best Practice momentan weitergegeben werden, ich war jetzt gerade in Tirana und habe für die 9 anstehenden Länder in unser Projekt vorgestellt, als Modell für die das eventuell umzusetzen und ähnliche Geschichten, so werden wir es wohl in Deutschland nicht weiter betreiben, weil es auf Bundesebene seitens des BMG keine Förderung für keine Dauerförderung geben kann für Projekte und auch vom Land Hessen uns gesagt worden ist, eine Regelfinanzierung ist nicht möglich und die Stadt würde uns gerne finanzieren, die sagt aber, wir können nicht alleine ein bundesweites Projekt stemmen. Von daher sind wir etwas gefangen in den bürokratischen Mühlen und werden wahrscheinlich unsere Arbeit auf ein Minimum reduzieren im März. Ja, das war's von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Carsten. Gibt es eine Nachfrage?